Wir haben ja schon viele Worte aus der Heiligen Schrift vernommen, die uns auffordern, uns an den lebendigen Gott zu halten. Vertraue deinem Gott. Vertraue deinem Gott. Im heutigen Evangelium, Markus 4, wird auch dies angesprochen und gefordert. Da heißt es ab Vers 35, am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und Jesus sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wer ist der? Liebe Geschwister und Freunde, ich denke, auch in unserem Herzen, in unserem Leben, kommt oftmals diese Frage vor. Wer ist eigentlich Gott? Wer ist er für mich? Wer ist er für dich? Steht er über allem? Oder muss ich selbst Hand anlegen? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wir merken, wie unser menschliches Wesen immer auf das Sichtbare fixiert ist, auf das Irdische. Wo wir glauben, noch eingreifen zu können. Wer ist Gott für dich? Wer ist Gott in Jesus Christus für dich? An dem Abend, wo sie sich aufmachten, weil Jesus sagte, lasst uns in die Boote steigen und hinüberfahren ans Ostufer des Sees Genezareth, sollte deutlich werden, was die Jünger eigentlich mitbekommen haben. Wir fragen uns auch manchmal, was haben wir eigentlich vom Evangelium mitbekommen? Haben wir mitbekommen, dass Jesus der Sieger ist über allem? Oder haben wir nur mitbekommen, was in unseren Möglichkeiten stand? Denn gerade in den Zeiten, Stunden und Tagen zuvor hielt Jesus ja die bekannte Bergpredigt. Und die Jünger waren dabei. Sie haben ja auch gehört, wer wirklich froh sein kann und selig ist. Mitten in den Stürmen dieser Zeit. Jesus sprach, selig sind, die geistlich arm sind. Selig sind auch die, die Leid tragen. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Selig sind die Barmherzigen. Selig sind die reinen Herzens sind. Selig sind die Friedfertigen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und dann setzte der Herr immer hinzu, es kommt der Segen Gottes darauf hin, denn ihrer ist das Himmelreich. Sie sollen getröstet werden. Sie werden das Erdreich besitzen. Sie sollen satt werden. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Sie werden Gott schauen. Sie werden Kinder Gottes heißen. Das Himmelreich ist ihr. Und dann spricht er weiter, selig seid ihr,
wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, seid ihr glücklich. Und wenn sie allerlei Böses und Übles gegen euch reden, wenn sie daran lügen, ihr seid selig. Das steht in diesem Zusammenhang. Hier heißt es nicht, ihr seid traurig, wenn das alles geschieht. Ihr seid selig, wenn ihr euch zu mir haltet. Dann kann das alles passieren und ihr bleibt glücklich. Ihr bleibt selig, ihr seid geborgen. Auch hatten die Jünger ja miterlebt, dass der Herr viele Kranke heilte und dass viele Geister weichen mussten, die die Menschen besaßen und gängelten. Wer ist Jesus? Wer ist Gott? Sie hatten miterlebt, dass er den Menschen Vergebung der Schuld zusprach und sie plötzlich ein neues Leben führen konnten. Das sind ja alles Dinge, die auch wir irgendwie im Kleinen oder im Großen erfahren haben. Verlassen wir uns noch auf den lebendigen Gott? Die Herzen der Jünger wurden ja geprüft. Am Abend desselben Tages sollten die Jünger erfahren, dass der Weg zur Einnahme des Sieges in Jesus immer über den Glauben an den Erlöser stattfindet. Nur durch den Glauben an den Erlöser. Alle Widerstände, Hölle, Tod und Teufel werden überwunden durch den Glauben an den Erlöser. Auch in Matthäus 17, am Fuße des Berges Tabor die Jünger hilflos dastanden, einem Vater gegenüber, der seinen Sohn brachte, der von bösen Geistern besetzt war. Und sie konnte nicht helfen. Und sie fragte nachher, Jesus, warum müssen wir uns dieser schwierigen Situation beugen? Was sagte Jesus? Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann würdet ihr den Sieg haben. Dann würdet ihr den Sieg haben. Ihr müsst nicht resignieren, bloß weil vor euren Augen etwas Großes, Schweres, Schlechtes geschieht. Es geht um den Glauben, Vertrauen zu Gott. Wer ist Gott für dich? Jesus sagte, nun lasst uns hinüberfahren über den See Genezareth. Die Jünger schickten das Volk weg, was sich ja immer sammelte um Jesus, nahmen den Herrn mit ins Boot und fuhren los. Die Fahrt ging ja von Kapernaum aus an das Ostufer des Sees, wo diese kleine Stadt Gadara lag. Und dort warteten ja bereits schon wieder Menschen, die Ausschau hielten nach der Hilfe Gottes. Aber dort warteten auch Widerstände, dass diese Hilfe Gottes nicht zustande käme. Befreiung soll aber immer angesagt werden. Kinder Gottes, Christen sollen in der Freiheit leben und nicht in der Furcht. Auch wenn die Welt uns Furcht einjagen will, so sollen wir doch immer sagen, Jesus ist Gott. Er hat die Welt überwunden. Auf welcher Seite stehen wir denn? Auf seiner oder in der Welt? Wo Hilfe Gottes eintreten soll im Leben eines Menschen, will der Teufel natürlich alles Mögliche unternehmen, um diese Hilfe zu versagen. Um ihr entgegenzustehen. Bruder Spurgeon hat es mal so ausgedrückt in einem seiner Sprüche: Verwahrt euch, denn es gibt Mächte, die, wenn sie nur könnten, gern die Auserwählten verführen möchten. Sie lauern darauf, euch betrügen zu können
Wenn sie euch nicht in große Irrtümer stürzen können, so werden sie es wenigstens versuchen, allerlei Zweifel in euch anzuregen. Wenn sie keinen großen Brand entfachen können, so werden sie wenigstens versuchen, einige Funken zurückzulassen. Das geschieht jeden Tag. Jeden Tag werden Kinder Gottes angefochten. Und jeden Tag stellt sich die Frage, wo ist euer Glaube? Wer ist Gott für euch? Blicken wir aber auf Jesus, dann haben wir Sieg. Dieses Unmöglich kann sich ja in unserem Leben, im praktischen Leben, immer wieder äußern darin, dass wir glauben, unsere Schuld wird uns nicht vergeben. Der Satan flüstert uns auch ein, lebe nicht zu eng mit deinem Herrn, denn du versäumst etwas in dieser Welt. Vielleicht werden dir deine Theaterfreuden genommen, dein Kinospaß, deine Reisen, deine Tanzfreuden, deine Freundschaften. Nur nicht zu eng mit deinem Erlöser. Es könnte doch alles abhanden kommen, was dir jetzt so viel Spaß macht. Das sind die Anfechtungen, die der Satan auch in unserem Leben vollführen will. Blicken wir aber von diesen vergänglichen Freuden weg und schauen auf das Ende des Lebens und die Ewigkeit, dann wird uns trotz aller Anfechtungen klar, zu wem wir uns halten sollen. Ja, dann beten wir, Herr, lehre uns bedenken, dass wir doch nur kurze Zeit auf dieser Erde sind, damit wir klug sind. Lehre uns das Bedenken und wir brauchen diese Lehre immer wieder aufs Neue, weil wir in die Entscheidung geführt werden sollen, wem vertraue ich? Wem vertraue ich? Abendzeit, so können wir sagen, ist immer Anfechtungszeit. Das merken wir gerade so in dem Winterzyklus. Abends werden die Leute sehr depressiv, wenn es dunkel wird, schon am frühen Nachmittag. Man weiß dann nichts mehr mit sich anzufangen. Man sucht Zerstreuung von diesen üblen Gedanken, die sich dann einem aufdrängen. Man wird traurig. Abendzeit ist Anfechtungszeit. Es ist aber auch die Zeit, wo wir ganz besonders die Verheißungen Gottes zum Leben, zum Überwinden annehmen sollen. Gerade da, wo die Anfechtungen sind, sollen wir sagen, dennoch, dennoch, dennoch bist du bei mir, Herr. Aber dieses Dennoch soll gefestigt werden, damit die Anfechtung der Abendzeit, der Dunkelheit nicht über uns herrschen können. Einige Beispiele. Es wurden die Engel Gottes, als es darum ging, Sodom den Untergang anzukündigen, zu Lot gesandt. Und zwar um die Abendstunde. Um die Abendzeit kamen die Engel zu Lot und seiner Familie. Und sie wollten ihm Trost geben. Die Stadt geht unter. Du musst dich herauslösen lassen. Sie blieben über Nacht dort. Und wir lesen ja im 1. Mose darüber, dass sich Männer aus Sodom aufmachten und wollten ihre sexuellen Ausschweifungen an diesen Fremden ausüben. Gib uns die Männer heraus, damit wir uns über sie hermachen, dass wir sie erkennen. Und wir wissen, dass Lot sich weigerte, dies zu tun. Morgens, als die Morgenröte aufging, da drängten die Engel Lot und sagten, jetzt eile. Verlass dich auf den Herrn, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst.
Gott will dich doch erlösen von diesem Verderben. Sie ergriffen ihn und zerrten ihn beinahe aus der Stadt Sodom heraus. Abends kamen sie. Ein Kampf um Rettung, der abends begann und am nächsten Tag zum Sieg führte. Lot kam nicht um. Oder denken wir auch ein wenig zurück an die Befreiung des Volkes Israels aus Ägypten. Als die 10. Plage angesagt war, allererst Geburt in Ägypten unter Menschen und Vieh sollte getötet werden. So hat es Gott vorgenommen. Und da sollte Israel am Abend das Passahlamm schlachten und am Abend das Blut an die Pfosten streichen. Und so blieben sie die Nacht über in der Hoffnung, Gott wird uns helfen. Er hat gesagt, wir sollen das Blut an die Pfosten streichen. Und der Würgeengel ging vorüber. Und am Morgen war der Sieg da. Und sie zogen aus Ägypten. Abends war die Anfechtung, Furcht in der Nacht. Oder denken wir auch an den Kampf des Jakob, der Furcht hatte, seinem Bruder Esau zu begegnen, weil er sich daran erinnerte, er hat seinen Bruder betrogen, um den Segen der Erstgeburt. Obwohl Esau gar nicht so viel Wert darauf legte und dennoch haderte er mit Jakob. Und nun, nach 20 Jahren, kommt Jakob zurück und soll seinem Bruder Esau begegnen, der wird mich bestimmt töten. Da heißt es dann in 1. Mose 32, da ging Jakob des Nachts in die Einsamkeit. Zeit der Anfechtung, betete. Und dann kam der Engel Gottes, der mit ihm rang. Und in der Morgenstunde sollte er diesen Engel loslassen. Und morgens war Hoffnung und Zuversicht da. Abends die Anfechtung. Werde ich meinem Bruder begegnen können, den ich betrogen habe? Jesus Christus sah doch schon am See Genezareth und in dieser ganzen Zeit im Geiste seinen Sieg, den er am Kreuz auf Golgatha vollführen würde, der allerdings auch am Abend mit großen Anfechtungen begann. Denn das Passahmahl, was er mit seinen Jüngern feierte, wurde abends gefeiert. Danach ging es in den Garten Gethsemane. Und Jesus sagte, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Große Anfechtung. Er rang mit dem Tode. Der Satan wollte ihn abhalten vom Kreuz und wollte ihn vorher umbringen. Aber am nächsten Tag gleich, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Vater, dein Wille geschehe, nicht der meinige. Ich halte mich fest an deinem Willen. Und Jesus hatte doch viele Anfechtungen im Blick auf seinen Weg zum Sieg bekommen. Nach dem Abend des Passahmahles. Judas verriet ihn. Petrus verleugnete ihn. Alle Jünger flohen von ihm. Er war allein. Und doch rief er dann, jetzt ist es vollbracht. Anfechtung am Abend, Sieg am Morgen. Ich verlasse mich auf meinen Vater im Himmel. So heißt es auch in Johannes 8, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Ob es dunkel ist oder hell. Hier ist diese Frage, wer ist Gott für dich? Wer ist Gott für dich? Auch am Abend der ersten Woche, des ersten Tages der Woche, als Jesus auferstanden war, erschien er seinen Jüngern. Und als Thomas davon hörte, sagte er, das nehme ich nicht an, das glaube ich nicht. Erst als er später Jesus selbst begegnete, sagte er, ja, doch. Ich habe große Anfechtungen gehabt
am Abend, als du deinen, den Mitjüngern erschienen bist. Aber nun bin ich durchgedrungen zum Sieg. Das Wort aus Psalm 30 steht hier, Pate, und will uns auch Mut machen, auch im Blick auf diese Erfahrung der Jünger auf dem See Genezareth, wo es in Vers 6 heißt, den Abend lang währt das Weinen, des Morgens aber ist Freude. Man darf ruhig weinen, aber nicht den Herrn dabei außer Acht lassen, den lebendigen Gott. Deine Abende können ja Zeiten großer Anfechtung sein, die du aber im Glauben überwinden kannst und sollst, zur Ehre deines Herrn. Zurück zu unserem Text. Als nun die Jünger mit Jesus im Schiff waren und auf dem Wege zum Ostufer des Sees Genezareth, kam plötzlich ein starker Wind auf und peitschte das Wasser hoch und die Wellen trugen das Wasser in das Boot. Sie konnten gar nicht so schnell schöpfen, wie das Boot sich füllte. Die Furcht wurde groß. Sie waren sehr erschrocken. Todesangst breitete sich aus und erfüllte ihr Herz. Und Jesus? Er lag hinten im Schiff und schlief. Er schlief. Mitten in dieser großen Anfechtung. Er ruhte. Er war nicht aufgeregt, nicht aufgewacht. Aber die Jünger weckten ihn auf und riefen ihm dieses bewusste Wort, Meister, fragst du denn nichts danach, dass wir umkommen? Und das ist doch eine Frage, die uns manchmal auch beschäftigt, vielleicht sogar in der vergangenen Woche. Herr, fragst du nichts danach, wie es mir geht? Herr, siehst du nicht den Zustand in dieser Welt? Herr, die Ungerechtigkeit nimmt doch überhand. Tust du denn gar nichts? Das sind Fragen, die wir oft nicht aussprechen, aber die unser Herz bewegen. Herr, fragst du denn nichts danach, wie ich gerade hier gegängelt werde vom Bösen? Natürlich will Gott doch nicht, dass wir untergehen. Und er wollte auch nicht, dass die Jünger untergehen. Denn Jesus ist doch gekommen, um selig zu machen. Selig zu machen, die verloren waren durch Sünde. Des Menschen Sohn, so sagt er, ist nicht gekommen zu verderben, sondern zu erhalten. Aber die Furcht der Jünger zeigt doch auf, wie nötig die Zuwendung Gottes in Jesus Christus für jeden Menschen sind. Und ich denke mal einfach auch für uns persönlich, unsere Not und die Äußerung mitten in der Not zeigen auf, wie nötig wir die Zuwendung Gottes in unserem Leben brauchen. Jegliche Frage, die wir aufwerfen nach der Existenz oder des Handelns Gottes, drückt doch aus, ich brauche Hilfe. Ich komme doch allein nicht voran. Denn ohne Gott gehen wir, wie es in einem Lied auch heißt, in die Dunkelheit. Vor Furcht. Aber mit ihm gehen wir immer ins Licht. Auch wenn es äußerlich dunkel ist. Was kann uns denn geschehen? Außerdem, was Gott für uns ersehen hat und was uns selig macht. Jesus Christus. Er, der Schöpfer aller Dinge, er schlief trotz größter Gefahr, äußerer Gefahr. Warum konnte er ruhig bleiben? Weil er über allen Dingen steht, über allen. Beherzigen wir das auch noch? Glauben wir täglich daran, dass er über allen Dingen steht? Wenn ja, dann werden wir ruhig. Weil wir wissen, wir sind geborgen in ihm. Auch wenn äußerlich alles zusammenbricht, innerlich
bleiben wir geborgen. Wie es Paulus von sich auch sprach, wenn der äußere Mensch verdirbt, innerlich werde ich jeden Tag erneuert. Darauf kommt es doch an. Gar nicht, ob äußerlich alles zerbricht, sondern dass ich innerlich gestärkt werde. Jesus ist der Herr über allen Situationen. Er ist der Herr über Tod, Hölle, Teufel. Und er bleibt es auch. Als die Jünger vor Furcht schrien und um ihr Leben bangten, erinnerte sie gleichsam Jesus an die vorhergehenden Verheißungen. Habt ihr denn nie zugehört, was ich gesagt habe? Ja, so geht's leider. Wir hören vieles, aber wir nehmen es nicht ernst. Wir vergessen es. Und da kommt dann die Frage, habe ich nicht gesagt? Ihr wart doch dabei. Habt ihr es nicht gehört? Dass ich der Herr bin? Was seid ihr denn so furchtsam? Obwohl ihr so viel gehört habt, habt ihr denn immer noch keinen Glauben? Immer noch nicht? Ihr habt miterlebt, wie die bösen Geister ausgetrieben worden sind, wie Kranke gesund wurden. Ihr habt miterlebt, wie Menschen froh wurden, weil ich ihnen die Sündenvergebung zusprach. Ihr habt miterlebt, dass die Leute froh wurden, als ich sagte, sie sind selig, wenn sie Gott vertrauen. Habt ihr denn immer noch kein Glauben? Ich denke, liebe Geschwister, diesen Satz müssen wir uns auch oftmals gefallen lassen. Wir sind oft auch als Christen oft bereit zu resignieren. Wir gucken mehr nach unten als nach oben. Wir klagen mehr an, regen uns mehr auf, als dass wir den Frieden in Jesus Christus erkennen und suchen. Habt ihr denn immer noch keinen Glauben? Der Herr wollte den Jüngern und uns am Vorabend des Sieges, den er ja auch wieder deutlich machen wollte, am anderen Ufer des Sees deutlich machen, dass er immer zu seinen Zusagen steht, auch wenn es äußerlich nicht so aussieht. Gott in Jesus steht immer zu seinen Zusagen. Ich denke, ich sage nichts Besonderes, denn jeder, der ein Kind Gottes ist, hat das häufig schon erlebt. Gott steht zu seinem Wort. Auch wenn sich das nicht so anfühlt in der Situation. Darum sprach auch der Herr in Johannes 16, ich habe doch das mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Darum rede ich mit euch. Frieden sollt ihr haben in mir. Wenn ihr auch in der Welt, bei dem, was ihr seht, Angst habt, aber nun seid doch mal getrost. Habe ich die Welt nicht überwunden? Doch, ich habe die Welt überwunden. Merken wir, wie einfach das Evangelium ist, aber doch sehr herausfordernd, konsequent sich darauf zu stützen. Gott will uns und jedem Einzelnen von uns den Frieden des Herzens schenken und auch behalten. Die Jünger mussten, wie auch wir, oft auf den Kleinglauben aufmerksam gemacht werden. Und sie mussten eingestehen, ja, das stimmt. Es ist auch gut, wenn wir sagen, es stimmt. Herr, ich habe dir nicht vertraut. Ich habe mich wieder hochwirbeln lassen durch die Situation um mich herum. Ich habe dir nicht vertraut. Dürfen wir ruhig sagen. Der Herr nimmt dieses Bekenntnis an, aber er lässt, so wie er seine Jünger nicht in dieser Schwierigkeit stecken ließ, lässt uns nicht darin stecken, sondern er stand auf und sprach zum Wind und zum Meer, sei ruhig. Und schon war alles ruhig. Er rettete seine Jünger aus der Furcht, aber sie hatten gelernt, sich entscheiden zu müssen, an wen sie eigentlich glauben. Wer ist Gott für dich? Suchen wir Jesus Christus im Gebet und überlassen wir ihm alle Not und suchen dabei seine Hilfe zu seiner Zeit?
dann werden wir staunen. Nachdem nun die Gefahr vorüber war und große Stille über dem See Genezareth lag, verwunderten sich die Jünger und sprachen, ja, also jetzt müssen wir mal an unsere Brust schlagen. Wer ist der? Und ich denke, auch wir, gerade in unserer Zeit, am Abend der Weltzeit, müssen mehr erkennen wollen, wer Gott in Jesus ist, damit wir nicht verzagen. Es werden ja viele Bücher geschrieben darüber, was alles Furchtbares in der Weltgeschichte geschehen wird und geschieht. Ja, nun, aber was ist denn das gegen den lebendigen Gott? Steht er denn nicht da drüber? Wer ist er, dem auch Wind und Meer gehorsam sind? Ja, alles muss ihm untertan sein. Gott müssen alle Dinge untertan bleiben. Die kleinen Sorgen und die großen Unsicherheiten. Alles muss ihm untertan sein. Auch das Völkermeer. Alle Nationen müssen Jesus, dem Messias Israels, untertan sein. Und das wird vor aller Augen sichtbar bei seiner Wiederkunft, wenn er sein Reich des Friedens sichtbar machen wird. Von Jerusalem aus über die ganze Welt. Ja, dann erfüllt sich auch das Wort, was Paulus an die Philipper schrieb. Dann werden sie sagen, er ist der Herr. Dann heißt es ja, 10 Leute werden einen Juden beim Rockzipfel fassen und sagen, wir kommen mit, denn wir merken, da ist der Herr. Bei euch ist diese Hilfe. Ja, in dem Namen Jesu sollen sich alle derer Knie beugen, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde. Und alle Zungen werden dann bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er wird das zeigen. Schon in den Psalmworten verherrlichte Gott sich in seinem Tun und zeigte seinen Sieg auf im Sohn, den er schon längst bereitet hatte. Lesen wir Psalm 2. Die Frage stellt sich hier, warum toben eigentlich die Heiden? Warum murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten und sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der Herr im Himmel, der da im Himmel wohnt, er lacht ihrer. Ja, was machen die denn da bloß? Ja, die kommen doch gar nicht weit. Und der Herr spottet ihrer. Dann heißt es am Ende des Psalms, haltet euch an den Sohn, küsset den Sohn. Dann braucht er nicht mehr so lamentieren. Ja, Jesus Christus, der Sieger von Golgatha, schaut auf ihn. Oder Psalm 65, Vers 8. Du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker. Du machst das, Gott. Psalm 89. Du herrschest über das ungestüme Meer. Du stillest seine Wellen, wenn sie sich erheben. See Genezareth, ist passiert. Psalm 93, die Wasserwogen im Meer sind groß und brausenmächtig, aber der Herr ist noch größer. Ist noch größer in der Höhe. Wer ist Gott für dich? Das wäre die Frage heute, die gestellt wird. Glaube ist doch notwendig. Die Jünger kamen ja gerettet ans andere Ufer des Sees Genezareth. Und dort warteten bereits Menschen auf Hilfe Gottes. Da kamen welche herzu, die besetzt waren von bösen Geistern, von Dämonen. Und sie wurden frei. Es heißt, und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Markus 5, Vers 2. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Jesus sprach zu dem Geist, fahre aus, du unreiner Geist von diesem Menschen.
Und die Menschen kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er dasaß, bekleidet und ganz vernünftig, weil Jesus der Herr ist. Denjenigen, der die Legion unreiner Geister in sich hatte, Markus 5,20, und der Geheilte ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hat, und jedermann verwunderte sich. Aber diese Wohltat konnte nur geschehen, weil dieser hilfesuchende Mensch zu Jesus kam. Er war unfrei, er konnte sich selber nicht befreien von der Situation, in der er stand. Aber Jesus befreite ihn, der über allem steht. So will der Herr auch unser Helfer sein, auch in der kommenden Woche, wenn wir ihn nur für den absoluten Herrn immer wieder erkennen und Gott wirklich für den Allmächtigen in unserem Leben zulassen. Wir können zu ihm kommen, gleich wie groß die Not ist, wie stark die Anhäufung der Schuld ist, wie dunkel die Nacht um uns her ist. Entscheidend ist für alle, ob wir Gott im Glauben alles zutrauen, dass wir erkennen, wer er ist und dass wir ihn zulassen in unserem Leben. Jesus spricht in Markus 9, wenn du glauben würdest, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und in Johannes 11, wer an mich glaubt, der wird leben. Johannes 3, Vers 15, alle, die an ihn glauben, sollen das ewige Leben haben. Und Petrus, als er im Haus des Cornelius war, sprach, über diesen Herrn, von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen. Alle, alle. Allerdings, der Glaube ist notwendig. Und so fragen wir uns, wo unser Glaube ist, wie stark er ist. Eine Begebenheit, die auch mal der Bruder Spurgeon so berichtete, lautet, er berichtet von einem Feldherrn, der viel Siege errungen hatte. Und eines Tages war er wieder der Anführer gegen sich aufmachende Feinde, wurde aber in eine Schlucht irgendwie abgedrängt. Und er wollte nun den moralischen Zustand seiner Soldaten erfahren und machte sich abends auf und horchte in die Zelte hinein, was sie reden. Dann hörte er ein Gespräch unter den Soldaten, die dann sagten, jetzt sind wir doch hier tatsächlich in dieser Schlucht gelandet. Er ist ja, unser Anführer, ein guter Feldherr, das wissen wir, aber was nun? Denn die Feinde, die haben so und so viele Reiter und Leute, kommen wir da überhaupt heraus? Als dieser Feldherr das Gespräch hörte, machte er den Vorhang leise auf und sagte, ja, ich bin ja euer Anführer. Für wie viel haltet ihr mich? Wie viel wert bin ich? Wie zählt ihr? Bin ich nur einer? Oder bin ich euer Anführer und Feldherr? Und da dachte ich dabei, als ich das gelesen habe, auch an die Begebenheit, als die Aramäer Israel überfallen wollten. Und Gehasi, der Diener von Elisa, mitbekam, dass da viele Soldaten auf dem Berge waren. Was wollen wir denn jetzt tun? Und Elisa sagte, gar nichts. Auf unserer Seite sind doch mehr. Was hast du denn für eine Angst? Herr, öffne ihm die Augen, dass er das sieht. Und dann sah er das. Ja, die sind tatsächlich in der Überzahl. Wer ist denn nun mein Anführer? Wer ist denn nun der, der streitet? Und somit gewannen die Soldaten nach dieser Rede auch wieder Mut, obwohl sie in einer Schlucht waren. Und es sah so aus, als ob sie den Sieg nicht erringen könnten. Aber sie hatten den sicheren und großen Feldherrn bei sich.
und auch wir haben ihn. Darum der Aufruf: Jesus vergoss doch sein Blut auch für dich, für uns alle, damit wir gereinigt wurden von unseren Sünden und erlöst werden von der Betrachtung unserer Schwachheiten. Ich sage bewusst Betrachtung, ja? Oh, ich kann hier nicht, ich kann da nicht, ja? Bin er so schwach? Schau doch nicht auf dich. Schau doch auf den Herrn. Und dann geht es vorwärts. Darum ist Jesus in die Welt gekommen. So wie es in dem Lied heißt, was auch Blumhardt mitgedichtet hat, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todesnacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Darum, lieber Bruder, liebe Schwester, steig mit Jesus ins Glaubensboot und fahre mit ihm über den See, bei Wind und Wetter und Sturm. Hauptsache, er ist dabei. Er ist dabei. Damit wir immer wieder erkennen können, was auch Johannes sagt in 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Jetzt wissen wir, wohin unser Blick auch in der kommenden Woche gerichtet sein soll. Nicht auf uns, nicht auf die Umgebung, nicht auf die Welt, die geht unter, sondern auf den Herrn aller Herren, den lebendigen Gott, in Jesus Christus, unseren Erlöser. Lass ihn Herr sein über deinem Leben. Amen. Amen. Wir wollen miteinander anbeten und